Herzlich willkommen zur neuen NBA-Ausgabe Nummer 13. Ja? Christian, du hast die Wäsche noch gar nicht gemacht. Sei ruhig, ich muss noch spielen. So, so läuft's bei mir daheim. Bucketliste abgehakt und wir haben einige Spiele vor uns. Und Kuss geht zu meinem Schatz raus und bis gleich. Oddspedia, the Sports Betting Community. Super einstudiertes Ding. Bevor es aber zum Spiel geht, Chicago Bulls gegen die Philadelphia 76ers, schauen wir uns mal wieder die Tabelle an und wir starten nämlich mit dem Westen. Die Phoenix Suns weiter deutlich auf der 1, die Golden State Warriors auf der 2 und danach ist eigentlich alles offen. Die Memphis Grizzlies haben keinen Leerlauf. Echt Wahnsinn. Die Dallas Mavericks spielen wirklich gut. Sie sind mit einer der besten Verteidigungen. Denver Nuggets mit Nikola Jokic. Wow, dass sie noch auf Position 6 sind mit diesem Team. Aber Joker ist einfach Wahnsinn. Und danach ist es auch wieder ausgeglichen. Mittlerweile sind die Minnesota Timberwolves mit einem positiven Rekord heimlich still und leise an den Lakers, an den Clippers vorbeigerauscht. Und die Trailblazers, glaube ich, mit ihrem Trade jetzt auch von Norman Powell und das heißt auch noch, McCollum ist eventuell auf dem Trademark. Lillard wird diese Saison wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. Und sie haben die beschissenste Verteidigung der Liga oder eine der schlechtesten. Ihr seht das hier neben den hier bei 112 Punkte kassieren sie. Also sind auch so ein bisschen schon eigentlich draußen. Und ich glaube, wer Siebter wird, der kommt auch garantiert in die Playoffs, weil der muss gegen den Tabellenzehnten ran. Und auch wenn die Pelicans oder Spurs oder Kings da noch hinkommen sollten, die sehe ich wirklich nicht stark genug. Eine Mannschaft habe ich rausgelassen, Position 4, die Utah Jazz. Warum? Naja, da läuft es gar nicht mehr. Gobert und Mitchell, sie haben mittlerweile eine passiv-aggressive Relationship und gehen sich sehr aus dem Weg und kritisieren sich auch mehr oder weniger öffentlich. Also zum Beispiel hat Rudy Gobert ist toll empfunden, wie Devin Booker in der Defensive sich verhält und das hat Mitchell als Angriff gegen sich wahrgenommen. Also es ist große, große Fragezeichen, wie es mit der Franchise der Utah Jazz, zumindest mit diesen beiden Stars, weitergeht. Im Osten die Chicago Bulls wieder auf der 1, obwohl sie ja so verletzungsgeplagt sind, aber da haben wir einfach ein kleines Wachtmarkum, das die Miami Heat nicht füllen können, die aber trotzdem eine saustarke Saison spielen. Eigentlich relativ leise, würde ich sagen, also wir sind auf keinerlei Radar. Die Bucks, super. Die Cleveland Cavaliers, göttlich. Sie sind jetzt auch noch sehr, sehr daran interessiert, Caris LeVert von den Pacers loszueisen. In 4 Tagen, am 10. Februar, ist ja Trading Deadline in der NBA. Da muss alles passiert sein. Die 76ers mit einem unglaublich guten Joel Embiid, auch noch bei einer ungefähr 60%igen Sieges Bilanz und die Nets auf einem 6. Platz. Es läuft offensichtlich nicht mehr so gut, seit Durant weg ist. 8 der letzten 10 Spieler dazu verloren. Irving, Harden passt nicht so gut zusammen, offensichtlich. Zumindest hört man da einige negative Töne. Dafür dann auch wieder eine positive Überraschung, die Toronto Raptors. Wer hätte das gedacht, vor allem nach dem Saisonstart. Man darf nicht vergessen, wie schwach die gestartet sind. Und jetzt sind sie trotzdem mit 28-23 mit der Bilanz 7. Celtics, Hornets und die Hawks. Mittlerweile auch 8 Siege aus den letzten 2 Spielen wieder mit im Rennen. Und dann 11-12 Wizards und Knicks. Und danach geht es eigentlich nur noch um die letzten Plätze. Schauen wir uns einmal ganz kurz auf die Topscorer. Das ist Joel Embiid, 29. Wow. Top Rebounder, Gobert, 15 Punkte und Assists haben wir 2 in Double Digits, Chris Paul und James Harden. Das Interessante dabei ist eigentlich Mr. Triple-Double, nennen wir ihn mal, Russell Westbrook, zumindest vom Schnitt, nicht in den zweistelligen Assists-Bereichen. Da gibt es ja auch arge Probleme. Auch gestern Nacht hat er in der Overtime nicht mehr gespielt, in der finalen Phase. Mal schauen, wie es mit Russell Westbrook und den Lakers weitergeht. Zu Nikola Jokic kommen wir gleich noch. Kriege ich einen Kaffee oder wie? Nee, was ist da drin? Tee. Moment. Ich bekomme Tee. Wahrscheinlich, weil ich zu dick bin und deshalb keine Cola mehr bekomme.
Auf jeden Fall, Nikola Jokic, kommen wir gleich, aber erstmal zu den Chicago Bulls versus den Philadelphia 76ers. Wir haben gleich drei Spiele heute um 21.30 Uhr und da ich finde, sind zwei Leckerbissen dabei. Mir persönlich taugen aber die Bulls sehr und da freue ich mich auf ein Heimspiel gegen die 76ers. Bulls sind von den Quoten her der Außenseiter, wenn auch sehr, sehr knapp. Nichtsdestotrotz würde ich hier auf Sieg von Chicago gehen. Beide haben 6 der letzten 10 Spiele gewonnen. Die 76ers zwar 2 Niederlagen in Folge. Nichtsdestotrotz heißt das jetzt nicht unbedingt so viel, weil es war ein knappes Ding gegen Washington und gegen Dallas. Derzeit kann man tatsächlich verlieren. Die Bulls haben gegen die Teams gewonnen, gegen die sie gewinnen müssen, beziehungsweise nicht die härteste Competition gehabt, aber trotzdem sehe ich sie hier vorne. Die Money Line oder die Spread Line sozusagen plus 1,5 würde ich jetzt nicht empfehlen, das macht eigentlich keinen Sinn. Da kann man mal auf die Total Points schauen, 220, da würde ich auch nicht drauf setzen, wenn dann eher drüber, aber Bulls Sieg gefällt mir schon sehr gut. Dann haben wir Nikola Jokic, also wow. Wow, wow, was der. Er ist der führende Spieler in der PER, im PER-Ranking, also Personal Efficiency. Und er legt derzeit auf knapp 27 Punkte, 14 Rebounds und noch dazu 8 Assists. Also eigentlich eine Wahnsinnsleistung. Jetzt spielen sie auswärts, die Nets spielen auswärts bei den Nuggets. Die Nuggets haushoher Favorit, muss ich so sagen, weil vom Kader her sind sie es eigentlich nicht, aber bei den Buchmachern. Und das macht mir ein bisschen Sorge. Ich habe in den letzten Wochen gesagt oder selber mich dann so gehalten, wenn die Nets Außenseiter sind und ich einen guten Spread auf die bekomme und hier haben wir plus 5,5 und dann kriegt man eine fast Verdopplungsquote, spielen. Aber momentan bin ich da sehr skeptisch. Bei diesem Spiel würde ich tatsächlich auf Underpoints gehen, 230 finde ich auch gerade bei der frühen Nachmittagsspielzeit in den USA bei diesen beiden Teams ein bisschen too much. Da sehe ich Value für ein Under und freue mich einfach auf den Joker. Und jedes Spiel, das Brooklyn nicht gewinnt, freut mich sehr persönlich. Dann haben wir noch ein Spiel um 21:30 Uhr, wo man sagen kann, da spielen zwei schlechte Mannschaften gegeneinander, ist aber nicht mehr der Fall. Die Timberwolves sind derzeit auf Play-in-Tournament-Kurs. Detroit natürlich nicht. Deshalb gucken wir auch hier ganz kurz noch einmal auf die totale Punktzahl. Auch hier haben wir 230 Punkte. Und da frage ich mich immer, wie soll Detroit die denn erreichen? Wir haben hier die letzten Spiele von Detroit. Da haben sie 93 gemacht, 117, 101, 115, 103. Also, wenn ich nach so einer billigen History gehen würde aus den letzten 5 Spielen, müssten sie diesmal eigentlich wieder 110 Punkte machen oder so. Das würde bedeuten, Minnesota müsste 120 schaffen. Das haben sie immer gecrushed in den letzten Spielen. 128, 130, also echt ein offensives Powerhouse, dieses Team. Nichtsdestotrotz ist mir das auch bei der frühen Nachmittagszeit ein bisschen too much, die 230 Punkte, deshalb under. Und bei diesen Spreads, da spielen wir nicht. Da würde ich auch eher plus 11,5 Detroit gehen, beziehungsweise Finger weglassen. Die Cavs, haushoher Favorit, habe gerade eben eine haushoch 1,4. Das ist eigentlich eine gute Quote für ein Heimteam, was um die Top 4 Plätze Heimrecht spielt gegen ein Team, das offensichtlich dieses Jahr Rebuild einleiten muss. Sabonis und Miles Turner gelten auch als Trade-Kandidaten, vielleicht jetzt noch für kurz vor knapp, falls ein gutes Angebot reinkommt. Auf der anderen Seite habe ich schon gesagt, die Cavs hätten gerne LeVert, da sie einfach mit Sexton und Rubio auf der Guard-Position zwei Langzeitverletzte haben. Und Rubio ist ja nicht nur mit Kreuzbandriss raus, sondern auch sein Vertrag läuft aus. Das bedeutet, sie könnten jetzt, wenn Indiana nicht mehr mit LeVert für die Zukunft plant, könnten sie einen Pick und Rubio gegen LeVert traden und ja, könnte für beide Teams eigentlich ganz gut sein. Bei den Pacers freut es mich sehr, dass Lance Stephenson, er ist irgendwie der Mr. Pacer schlechthin, unterschrieben hat, nachdem er, ich glaube, 2 oder 3 10-Tages-Deals bekommen hatte bei Indiana, davor auch bei Atlanta, hat er jetzt einen garantierten Vertrag bis zum Saisonende. Und ich glaube, das tut auch den Zuschauern da ganz gut. Hier würde ich ganz klar auf die Cavs mit dem Heimsieg gehen und die 1,5
die reicht auch. Und dann mal schauen, ob diese beiden Teams vielleicht sogar miteinander einen Trade machen. Bei Dallas gegen Atlanta gibt es immer so eine arg Mini-Rivalität. Warum? Naja, weil Trae Young der Meinung ist, er ist besser als Luka Doncic und er findet, dass Doncic zu viel Aufmerksamkeit bekommt. Dieses Jahr spielt Luka wirklich bärenstark, nachdem ich die ersten zwei Monate nicht so gut fand, statsmäßig schon, aber dann haben sie es geschafft, den Spielstil ein bisschen umzustellen, mehr Team-Basketball, mehr alle in, mit einbeziehen, nicht nur die Luka Magic One-Man-Show. Und das Team gefällt mir mittlerweile gut. Sie sind an CJ McCollum, by the way, dran. Weiß nicht, wie sie den bekommen würden, bekommen sollen. Mal schauen, ob da noch bei Dallas was passiert. Ein besserer Big Man als Norman Powell würde ihm, glaube ich, auch ganz gut zur Sicht stehen. Sie waren ja auch lange mit Collins in Verbindung von Atlanta. Aber ich glaube, mit der vorherigen, mit der Siegesserie, die die Atlanta Hawks in den letzten Wochen hingelegt haben, gibt es da vielleicht dann doch keinen Trade, den man eigentlich vor 4 bis 5 Wochen sehr, sehr erwartet hätte. Auch hier schauen wir mal den Spread an. Ich glaube, dass Dallas dieses Spiel nicht gewinnt. Ich glaube, es wird auf jeden Fall auch eine knappe Nummer. Atlanta plus 2,5 ist hier meine Wette. Einfach weil diese Guard Firepower der Hawks diesem wirklich guten Defensivteam von Dallas aber vielleicht eine Spur zu viel ist. Dazu eben die athletischen Big Men, die Atlanta hat. Also da sehe ich Atlanta vom Roster einfach so ein bisschen wie Kryptonit für Dallas. Dann haben wir Orlando mit unseren zwei deutschen Wagnern gegen die Boston Celtics mit einem Schröder. Die Celtics haben sich jetzt auch wieder ein bisschen gefangen. Die Quoten geben aber nichts her. Man kann beim Spread, würde ich sogar eher, weil Boston dieses Jahr wirklich keine gute Saison hat, auch wenn sie sich jetzt so halbwegs gefangen haben. Hier würde ich Orlando plus 8,5 definitiv den Vorzug geben. Dann haben wir noch ein Spiel der hinteren Teams im Westen, die Rockets gegen die Pelicans. Die Pelicans wollen ihren Roster noch aufrüsten. Glaube, müssen sie auch, da muss mal irgendwas Positives passieren. Sie sind jetzt eigentlich, seitdem sie Zion Williamson haben, seitdem sie sie haben Anthony Davis abgegeben gegen wirklich einige Spieler und Picks und haben da noch nicht wirklich jetzt das Maximum draus gemacht. Eher im Gegenteil, hier sind sie aber Favorit und sollten eigentlich auch in der Lage sein, Houston zu schlagen. Die Clippers erst knapp gerade gegen die Lakers gewonnen, wurde erst in der letzten Sekunde entschieden, das Spiel. Sie fighten, sie haben sich auch nochmal ein bisschen verbessert mit Norman Powell von, und ich glaube sogar Covington ist auch noch mitgekommen, von den Portland Trailblazers. Es heißt aber, dass Leonard wahrscheinlich nicht diese Saison zurückkommt und bei Paul George weiß man auch noch nicht genau, was da passiert. Sie sind jetzt hier Außenseiter, zu Recht gegen die Bucks, aber sie machen echt Spaß und Ty Lue, den ich jetzt eigentlich bisher noch nie so toll fand als Trainer von LeBron und auch von dem Profi oder nein, von dem wahnsinnig guten Kader der Clippers, als alle fit waren, da hat er mir nicht so getaugt, aber mittlerweile mit dieser B-Truppe macht einen richtig guten Job und dass sie in der Tabelle immer noch da vorne mitspielen und vor den Lakers sind, einen positiven Rekord haben, beziehungsweise 50-50 sind, das spricht schon sehr für sie und auch für den Charakter des Teams. Also, wir haben auf jeden Fall einige Spiele, einige Tipps sind vielleicht auch dabei, einige spannende Informationen für euch und dann schauen wir mal, ob wir die Lucky 13 haben oder ob die 13 uns Unglück bringt. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Woche. Oddspedia, the Sports Betting Community.